So, hallo, und da sind wir wieder bei Cooler Cool. Wir sind auf der Overworld, aber wir haben das letzte Mal den Midway Point erreicht. Deshalb werden wir jetzt woanders rauskommen, wenn wir neu in das Level reingehen, logischerweise. Und zwar hier bei den Wölkchen. Na dann. Och nee, nicht noch mehr so Zeug. Hä? Oh Gott! Zwei jetzt oder was? Ich hau gleich die Slow-Mo rein. Freunde, ich spiele das echt mit Slow-Mo. Tut mir leid. Aber das, eine Snake war noch nicht schlimm genug oder was? Das ist nur mit Slow-Mo zu bewerkstelligen, ordentlich. Ihr dürft es gerne mal ohne probieren. Wenn ihr das schafft, dann reden wir weiter. Okay, wir wollen hier rüber. Jetzt müssen wir warten. Oh Gott. Nimm mir jetzt nicht meinen Block weg. Wow. Ey, da nimmt mir hier meine Blöcke weg. Der Spacken. Nein. Puh. Ach, jetzt muss ich hier über... Nee, hier oben drauf ist... Ach doch, doch, geht. Oh Gott. Okay. Aber es geht jetzt, solange die Slow-Mo drin ist, ist es noch einigermaßen spielbar. Da oben ist ein Koopa. Sag mir nicht, ich will den. Klar will ich den, weil ich da den Block haben will. Und was aus dem Block rauskommt, werden wir gleich auf... Ah, es kann ja nur ein Pilz sein. Ach Gott, ich stelle mich hier hin, als ob ich den auffangen würde. Und dabei ist der noch gar nicht... rausgekommen. Das kann nur ein Pilz sein. Ne, ist ein Schlüssel. Okay. Ein Schlüssel. Und den Schlüssel wollen wir hier draufstellen und damit hier hochgehen und ihn wieder mitnehmen. Und da ist was drin. Ach, habe ich jetzt die Coinsnake kaputt gemacht? Deswegen hält die jetzt hier an. Ach, sehr praktisch. Dann haben wir das jetzt geschafft, also. Okay, cool. Dann gehen wir durch die Tür. Und hauen die Slow-Mo auch raus. Vielleicht ist jetzt ja was Spielbares. Slow-Mo raus, habe ich gesagt. Danke. Okay, wir haben eine Shell. Hier darf ich bestimmt nicht runter. Obwohl doch, ist egal. Da haben wir noch eine Shell. Ja, dann bleib du mal hier und ich nehme dich mit. Ich sollte vielleicht vorher ein extra Safe-Set machen, nicht das... Na, obwohl, gut, das, der Anfang jetzt da war jetzt nicht so das Drama. Den Stern da will ich natürlich haben. Ist ja nicht so, dass ich da nicht wieder rauskäme. Na, also bitte. Ich komme doch da wohl wieder raus. Ja, klar. Gut, jetzt bin ich erstmal sicher. Der schwarze Rand da an der Seite sieht auch komisch aus. Hier, da. Das da. Was jetzt gerade so komisch auch geworden ist. Ach, fu. Hä, was? Soll ich hier für irgendwas einen Weg machen oder was? Ich verstehe das nicht. Das sieht so aus, wie wenn ich hier für irgendwas einen Weg mache. Aber für was? Ich meine, da war ein Maulwurf, aber das war's dann auch. Ich habe den Eindruck, ich mache hier irgendwas gründlich falsch. Was ist da drin? Ein Pilz. Okay, cool. Also irgendwas passt hier nicht, weil... Das ist eindeutig hier irgendein Weg, den ich für irgendwas baue. Und da war ein Maulwurf, aber der ist ja viel zu schnell weggelaufen. Hätte ich den aufhalten sollen, quasi? Sodass der hier mir hinterherläuft jetzt? Und mir folgt? Und ich muss dann hier mit der Shell und so alles immer aufmachen und Käse? Beziehungsweise hier könnte ich jetzt mit dem Pilz die Blöcke kaputt machen. Ja, hier bräuchte ich den Maulwurf.
geile Scheiße. Nicht. Gut, okay, dann zurück. Gut, wir speichern hier nochmal. Und jetzt mit extra Save State. So. Dass wir da jederzeit zurück können. Puh. Das wird ja lustig. Aber wir haben verstanden, wie es geht. Aber ich sag da, ich hau auch gleich mal Slow-Mo rein. Slow-Mo? Ja, danke. Also, hier ist das Slow-Mo. Ach, Quatsch, das Slow-Mo. Hier ist der Maulwurf. Aber der haut doch sofort ab. Ich kann doch gar nicht auf dem mit. Ja, wie? Der ist doch direkt weg. Ich kann doch hier im Voraus gar nicht die ganze Kacke machen. Hä? Kann ich den mit der Shell irgendwie aufhalten? Hallo? Monsieur le Maulwurf? Wenn ich hier eine Shell hinlege, drehst du dann um? Ach! Ach, also das wusste ich auch noch nicht. Nein, jetzt... Ach, Mist, jetzt dreht er komplett um. Okay, das darf ich nicht machen. Nein. Ich save schon echt wunderbar. Okay, und komm wieder mit. Naja, war noch viel zu bald. Das wusste ich echt nicht, dass man mit Sprites die dann aufhalten kann. Das finde ich interessant. So, hier schnell den Weg aufbauen. Hilfe! Und dann... Puh. Ah, und jetzt ist hier die nächste Shell. Das heißt, ich lege einfach mal die andere Shell hier hin. Und dann warten wir kurz. Kommt jetzt nicht die Stelle mit dem Stern? Boah, diese Geister, ne? Das erklärt jetzt auch, warum da so viele Shells auf dem Weg lagen. Hole ich erst den Stern? Ne, dann kann ich die Shell nicht mehr mitnehmen. Aber vielleicht reicht es auch, die Shell zu töten, obwohl... Ich glaube nicht. Ich glaube, ich sollte die Shell in die Hand nehmen und dann... Boah, aber diese Geister hauen hier nicht ab. Voll assi. Ja, der ist viel zu schnell. Mist. Muss ich ein bisschen warten, vielleicht jetzt? Na. Alter, diese Geister, ne? Das war wieder viel zu bald. Ja. Jetzt vielleicht. Schneller. Moment, den letzten Block brauche ich gar nicht treffen. Das war wieder zu bald. Ja, ein bisschen zu bald. Oh, Alter. Wieder zu bald, ein bisschen. Ach, komm schon. Wieder zu bald, ne? Ja. Aber den letzten bräuchte ich theoretisch nicht treffen am Anfang. Ich glaube, da rennt er mir voll drüber. So, und jetzt schnell und... Ach, jetzt sind hier die Geister mitten auf der Brücke. Das ist. Kein Kommentar. Alter! Was ist das denn hier für ein Case? So. Dreh du nochmal um, danke. Gewusst wie, sag ich dazu nur. So, jetzt kann ich aber erstmal nicht auf ihn drauf. Ist das schlecht oder ist das gut? Ich weiß es gerade nicht. Ich hätte die Shell abstellen müssen. Ich glaube, den Stern darf ich nicht einsammeln. So, lauf du mal ein bisschen hin und her, weil ich dann die Shell hier nicht mehr mitnehmen kann als Stern. Mario, natürlich. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich das gedurft hätte, ne? Boah, Junge! Wie ging das denn jetzt weiter? Gucken wir mal kurz.
Beziehungsweise jetzt holen wir sie. Jetzt holen wir sie uns. Jetzt ist perfekt. Ja. Jetzt muss ich nur hier irgendwie noch durchkommen. Puh. Ah, ich kann ja kurz auf ihn drauf. Genau, super. Jetzt haben wir hier den nächsten Abschnitt. So, da kann er hier hin und her laufen, wie er lustig ist. Das war doof. Das war auch doof. Das war in Ordnung. Okay, sollte klappen bisher, ne? Ja. Hier haben wir den nächsten Abschnitt, wo er warten muss. So, warte kurz. Okay, jetzt sollte ich die Shell holen. Puh. Puh! Mist. Oh, Alter. Okay. Jetzt irgendwie hier durch. Ja, hier komme ich, hier ist eine Lücke, hier ist eine Lücke. Die kann ich nutzen. Super. Oh, fuck, ey. Aber ich bin fast durch. Also, die Lücke hier wollen wir nutzen. Oh, Alter. So. Dann legen wir hier nochmal schnell einen ab. Ach, ich doof. Das darf ich nicht tun. Genau, genau, ich sehe es. Beziehungsweise, ich habe eine Vermutung, wie ich das machen könnte. Er darf hier nicht umdrehen. Er darf hier nicht umdrehen, sofort wieder. Mann. Ich muss den da... Kacke. So, nein. Obwohl schon Slow-Mo drin ist, ist das so assig. Mist. Alter. Wer denkt sich diese kranke Scheiße bitte aus? Nein. Du stirbst an der Stelle nicht. Haben wir uns verstanden? Nein, du stirbst an der Stelle nicht. Du stirbst an dieser Stelle jetzt nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Ich muss dann auf jeden Fall mit dem... Du stirbst hier nicht. Du stirbst hier nicht. Aber ich jetzt. Entweder er oder ich. Einer von beiden stirbt immer. Kann man, egal was man da macht. Okay, super. Jetzt nicht klein werden. So, dann machen wir hier den Block weg. Dann machen wir hier den Block weg. Okay, jetzt haben wir's. Dann laufen wir hier entlang. Jetzt lauf zurück. Kannst du alles machen. Ist mir alles Latte. Jetzt haben wir's. Oh, und wir müssen eh klein durch die Tür. Ich muss nur aufpassen, dass ich das jetzt auch erwische und dann nicht gerade zufällig ein Geist ist oder irgend so ein Assi. Okay. Und Safe State extra. Ja, kann ich... Kann ich hier drüber machen? Ja, reicht eigentlich einer. Okay, jetzt geht's wieder weiter mit Line Guides. Ach, Line Guides sage ich schon, mit lustigen Snakes. Schauen wir mal, wie lange nehmen wir denn auf? 14 Minütchen. Ja, ein bisschen machen wir noch, je nachdem, mal gucken, wie lange es noch geht. Ich hoffe nicht mehr lange. Wäre natürlich schön, aber ich fürchte, da werde ich enttäuscht. So, also Safe State und ab geht's. Ja. Richtig auch. Okay. Was? Was passiert eigentlich, wenn ich das nicht drücke? Der Fisch da ist ein Problem.
Hä? Der geht nicht weg. Kriegt ihr irgendwie dazu, dass er weggeht? Irgendwie durch so rumgescrolle? Wow, meine Lieblingstasten mal wieder, ne? Oh, wie habe ich das gerade gemacht? Ach, leckt mich doch. Oder war das nur Zufall und er springt jetzt immer hier hoch? Oh, jetzt springt er immer hier hoch, okay. Das war gut. Gleich direkt runter durch. Super. So, ihr könnt mich mal. Ja, wie? Wohin denn? Alter. Puh. Okay, so ist gut, so ist gut. Nee, nicht. Nicht dahin zurück. Ach komm, geh doch nach Hause, ey. Ach komm, geh doch echt nach Hause. Ja, genau. Ja, genau. Komm. Du mich auch. Fisch. Geht. Spring hoch jetzt. Nein, du doch nicht. Der springt gleich hoch. Ich erwische den direkt. Ich darf nur den anderen nicht mitnehmen. Alter. Nicht den anderen mitnehmen. Den auch nicht. Boah. Boah, ey. Ich hätte den vorhin töten sollen, den da. Den zweiten. Weiß gar nicht, ob das gekonnt hätte. Alter, jetzt aber hier. Den Eindruck, die sind immer ein bisschen anders. Je nachdem, was ich mache oder so. Hm. Kann ich die denn beeinflussen? Ja, jetzt! Hm. Was ist? Ja, na endlich! Danke! So, muss ich das mir holen? Ach Gott, okay. Muss mir das holen? Jetzt wird es mir schon wieder zu schnell. Jetzt hau ich die Slow-Mo rein. Und ich beende den Part an dieser Stelle, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. So, hallo und wir machen weiter mit Cool or Cool. Part 3 von dem wunderschönen Level Gloomy. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich diesen komischen Notenblock da oben brauche oder nicht. Aber naja, gucken wir mal. Vielleicht ja und vielleicht auch nein. Ach, den darf ich natürlich nicht aktivieren, ich sehe es. Ich will den natürlich auch gar nicht aktivieren, weil dann kommt hier die Ranke nicht mehr durch. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich könnte jetzt den blauen Block mitnehmen und den Typen hier erledigen. Oh. Genau. Okay, wofür ist der blaue Block da? Ich weiß es nicht. Macht er mir irgendwas einfacher? Ich habe ja nicht den Eindruck, dass er das tun würde. Ach, diese wunderschönen grauen Steine. Ach doch, ich kann das Ding natürlich hochwerfen. Und jetzt hier so seitlich rein. Ja. So halt genau nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm. Hoch. Und jetzt hier so rüber. Nee. Genau so halt eben nicht. So, hier rein, hochwerfen, direkt weiter, Mist. Also die Zeit sollte reichen, wenn ich hier auf jeden Fall durchkomme. Nein, das schaffen wir. Ja. Und jetzt hier durch. Super. Nicht hängen bleiben. Ja, die Zeit reicht. Okay, gut. So, ob ich den blauen noch brauche? Ja. Natürlich.
Das war, glaube ich, nicht so klug, ne? Nee, war es auch nicht. Ob der noch so lange hält, dass beide weggehen? Och, Gott sei Dank. Gott sei Dank hat er gerade noch so gehalten. So, komm, wir gehen gleich mal da runter. Das sieht mir sehr verdächtig aus, dass ich hier schnell sein muss. Jo. Jo, und wieder hoch. Okay, und wir hauen die Slow-Mo mal wieder raus und gucken mal, ob es jetzt ohne Slow-Mo wieder ein Stück geht. Da 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 da. Komm schon, da treffen wir rein. Da treffen wir rein. Na komm. Da 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 da. Das war doof. Ich sollte da oben einfach den Weg. Da oben. Oben. Oben, danke. Nein. Gott sei Dank. Dutz. Ist das das Ziel? Fährt er hier noch mal rum? Natürlich nicht. Ach Mann. Das ist ja doof. Ey, da bin ich so nah dran und dann so eine Kacke hier. Ach, ich kann mich ja durchdrehen. Oder kann ich an dem unteren weiter mitfahren? Da hinten so ein bisschen? Ich muss mich nur kurz von dem treffen lassen, das ist alles. Scheiße. Puh. Okay, zurück. Und mit Slow-Mo zurück. Dass wir hier einen guten Moment erwischen. Der Moment ist gut. Oder auch nicht. Nicht wirklich. Gehen wir nochmal hier hin. Und nehmen wir vor allem mal den hier mit. Und jetzt brauche ich den Pilz da oben auch nicht zwingend. Weil wegen, jetzt kann ich sagen, hier. My ass. Und durchkäme ich mit dem Pilz hier sowieso nicht. Okay, wir nehmen ihn einfach mit. Durchkäme ich hier mit dem Pilz sowieso nicht. Das kann ich knicken, dass ich den behalten. Oh, bin ich doof. Kann ich knicken, dass ich den Pilz behalten soll? Boah, wenn das jetzt das Ziel ist, dann kann ich das natürlich an den anderen Part hinten noch ranhängen. Ach so. Okay, das ist ein Ziel, wo man weiterläuft. Dann will das gut getimed sein, ne? Ach so, okay. Ich dachte gerade schon. Nicht, dass noch was passiert. Ja. Eigentlich sollte ich, glaube ich, in dem Ding entlanglaufen, aber egal. Gut, dann haben wir innerhalb von zwei Parts wieder ein cooler Level gepackt. Und Gonzo ist vor uns. Hoffentlich ein bisschen netter. Also dieses Level war cruel, kann man schon sagen. Ich habe so viel Safe-Staten und Slow-Mo reinhauen müssen, dass wahrscheinlich ganz viele sagen, voll lame, ey. Ich hoffe, es war nicht allzu lame. Naja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen in jedem Fall und sage Tschüss.